Hallo liebe Fans, willkommen zu unserem neuen Format 360 Grad. Ich bin Jasper van der Werf und stelle mich heute den 10 Fragen von Fabian. Jasper, wie waren für dich die ersten Wochen in Paderborn? Ja, die ersten Wochen waren sehr anstrengend. Wir haben hart trainiert und zeitgleich sind natürlich auch viele neue Eindrücke dazugekommen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr gut, fühle mich sehr wohl. Und freue mich auf die nächste Zeit. Mit welchen deiner Mitspieler verstehst du dich besonders gut? Ich muss sagen, ich verstehe mich mit allen wirklich gut. Egal ob mit jung oder alt. Zum Beispiel mit Sven habe ich oft ein bisschen eine Challenge. Nach dem Training duellieren wir uns mit Lattenschießen oder mit Fußballgolf. Aber auch mit den Jüngeren wie Fabse oder Mo verstehe ich mich sehr gut. Dein Vorbild ist Sergio Ramos. Warum? Weil er einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Er ist auf meiner Position und ich mag seine Spielart. Und für mich ist er einfach der beste Innenverteidiger. Und was zeichnet deine Spielweise aus? Ich denke, dass ich sehr gut am Ball bin. Ich kann das Spiel gut aufbauen und zeitgleich auch gut verteidigen. Was natürlich die Kernkompetenz eines Innenverteidigers ist. Und ich denke, das ist so meine Spielart kurz ausgedrückt. Neben dem Fußball spielst du auch gerne Tennis oder Squash. Was begeistert dich daran? Ich mache das sehr gerne, wenn ich Urlaub habe vom Fußball, um mich fit zu halten, um auch ein bisschen andere Bewegungen in mein Sportlerleben reinzubringen. Da duelliere ich mich auch oft mit meinem Vater. Und der kann das auch nicht schlecht und nicht so gut wie ich vielleicht, aber ja, wir machen da auch immer eine kleine Challenge draus. Fühlst du dich eher als Schweizer oder als Niederländer? Boah, ist schwierig zu sagen. Ich spüre beide Nationalitäten in mir. Ich bin aber in der Schweiz aufgewachsen und ich würde schon sagen, vielleicht ein Ticken mehr Schweizer als Holländer. Magst du eher Emmentaler oder Gouda-Käse? Ich bin allgemein nicht so der Käsetyp, also schwierig zu sagen. Ich glaube, dass beide Käsesorten nicht so meins sind. Und was kommt bei dir sonst so auf den Teller? Verschiedenes. Ich bin da ziemlich offen. Ich probiere es gesund zu ernähren. Immer wieder mal Gemüse auf dem Teller zu haben und Kohlenhydrate, sodass ich wieder bereit bin fürs nächste Training. Kommen wir mal zum Thema Musik. Welchen Song singst du gerne mal unter der Dusche? Ich muss sagen, ich singe unter der Dusche. Wir neuen Spieler, wir mussten im Trainingslager auch vorsingen. Und die Spieler meinten, dass das bei mir gar nicht mal so schlecht war. Ich habe aber keinen bestimmten Song, den ich unter der Dusche singe. Und die Sprache ist auch immer verschieden, ob Deutsch oder Englisch. Von daher kann ich jetzt keinen Song sagen. Also wir sind schon bei der letzten Frage. Was sind deine Ziele mit dem FDP 07? Ich will eine gute Saison spielen. Ich will Erfolg haben mit der Mannschaft und ich will meinen Teil dazu beitragen und viel zum Einsatz kommen und mich persönlich auch weiterentwickeln. Danke dir, Jasper. Dankeschön.